Wenn du wissen willst, wie der Deutsche tickt, hast aber nur eine Woche Zeit, dann buche eine Kreuzfahrt auf einem der monströsen Seelenverkäufer, die aussehen wie schwimmende Plattenbauten aus Eisenhüttenstadt. Die Kreuzfahrt, einst erfunden von Adolf Hitler, als Schnuppereinmarsch im Freizeitdress. Einfach schon mal unverbindlich gucken, wo man demnächst mit dem Kettenkratz an Land gehen kann. Früher. Heute geht's eigentlich nur noch ums Fressen. Und damit die Rosette ordentlich Zunder kriegt, fallen alle 8-mal am Tag übers Buffet her wie ausgehungerte Piranhas über eine verweste Wasserleiche. Mit genug fetten Deutschen an Bord wäre die Titanic auch ohne Eisberg gesunken. Und zwischen den Mahlzeiten gönnt sich die Wohlstandsmade unter Deck ein Animationsprogramm aus der Hölle. Begrüßt von TV-Mumien aus der Zeit, als Wumm noch Wendelin nagelte. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Gott, Sascha Hehn sah auch schon mal gesünder aus. Deutsche lieben Kreuzfahrten. Nix selber planen, jedes Urlaubserlebnis wird vorgekaut. Vom Schiff aus gesehen ist die Welt genauso schön wie im Prospekt. Eingeborene angucken, ja, mit ihnen sprechen, um Gottes Willen. Man kann ihnen ja zum Abschied zuwinken. Tschüss, wir fahren weg. Ihr bleibt hier und nicht flüchten. Dieselben Leute, die zu Hause mit der Faust vom Balkon drohen, sobald ein Diesel vorbeifährt, finden es total okay, dass ihr Wohlstandspanzerkreuzer so viel Dreck in die Karibik rotzt wie 5 Millionen Pkw. Guten Abend. Hätten Sie vielleicht Interesse am Captain's Dinner? Ich nicht. Aber der weiße Hai.